Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Green Project. Tja, traditionell wie üblich, wir stellen uns die Frage, wollen Sie schlafen gehen? Ja. So, heute haben wir mal vor Basteltag und hier werden wir gießen. Wir müssen einige Dinge vorbereiten. Am Basteltag muss immer vorbereitet werden für die neuen Projekte. Ja genau, da haben wir sogar noch Sachen drin. Das ist ja ausgezeichnet. So. Dann haben wir das noch. Wahnsinn, wie viel, das werden wir nie alles essen können. Niemals. Hallo? So. So. Vorher gehen wir mal gießen. Nein, nicht um diese Uhrzeit. Ich war nur gerade verblüfft, da sind so viele Ameisen. Herumliegender Dünger dürfte Ameisen produzieren. Darauf habe ich noch nie geachtet. Ja, was es da alles gibt. So, also, 2 Tage, 4 Tage, das heißt, so, super. So, wir brauchen auch neues Eisen, also Eisen, Roheisen. So, was brauchen wir? Wir brauchen einen Bienenkorb oder zwei. Wir brauchen 2 Bienenkörbe. Eigentlich brauchen wir 2 Bienenkörbe. Was braucht man für einmal einen? Landwirtschaft? Biene? Nö. Wirbel? Nützlich? Tierzucht? Biene ist Tier. Das Bienentier. So, 10 Güter. So. Säge. Ja. So, dann machen wir mal. Machen wir mal Brettchen. Weil wir haben nicht mehr genug Brettchen. Also das weiß ich. Zu wenig Brettchen. Wir haben laufend zu wenig Brettchen. So. 20 für einen Bienenkorb, das ist schon... Na gut, wir sägen die ganzen Stämme hier auseinander, und dann haben wir wieder ein paar. So. Wobei, wir sollten noch einmal so einen 5er-Stack auseinander sägen. Ich glaube, das wäre nützlich. So. Jetzt wollen wir aber noch ein Power-Napple machen. Ein Napple. So. Wir nehmen das mit. Drehen das erneut auf. Nehmen das mit. Drehen das erneut auf. So, und legen uns nochmal hin für ein Stündchen oder so. So, super. Dankeschön. So, drehen das erneut auf. Jetzt reicht es aber langsam dann mit dem Salat. So. Da wächst ja der Salat dem Mädel schon aus den Ohren raus dann. So, jetzt holen wir noch einmal. So. In letzter Zeit, es kommt mir so vor, als hätten wir einen enormen Holzverbrauch die letzten Tage. Ganz viel Bedarf an Holz. So. Das werken wir auch durch. Ich glaube, wir haben sogar noch einen Schleifstein, also kein Problem. Ja, jetzt haben wir das Problem. Da, hier, schön die Säge schleifen. Geschliffene Säge. So, und weiter. Es geht um die Brettchen. So. Und einer noch. Ha, schön. So, jetzt haben wir 50. 20 brauchen wir für den Bienenstock. Das ist gut. So, der Schleifstein kann da auch rein. Also, wir brauchen das. Wir brauchen Güter. Hier, die Götter. Ah, da brauchen wir 10 pro Bienenstock, nämlich. So, hier. Und wir brauchen Stroh. Und die Zange legen wir auch schon mal rein. So, jetzt sind wir so vorbereitet für den ersten Bienenstock. Jetzt gehen wir mal raus. Vorher werden wir das natürlich nochmal anwerfen. Wieso machst du so viel? Ja, was soll ich sonst damit machen? Verwende es als Dünger. Geht nicht. So. Das können wir jetzt rausnehmen. Mich aus, können wir es da dazulegen. So. Oh ja. Wir holen uns den herumliegenden Dünger und die Ameisen verschwinden in dem Moment bis auf da. Ja, da sind die Ameisen noch aktiv. Gut. So. Wir heben hier mal das Zeug auf. Ich wollte jetzt gerade Zeug aufheben.
So, wir brauchen 99 Stroh. Das nutzen wir auch gleich, um hier wieder aufzuräumen ein wenig. So. Noch nicht zu viel absäbeln, nicht, dass wir das Falsche hier... Ah, verdammt. So. So, ein Stöckchen können wir ruhig auch mitnehmen. So, jetzt gehen wir da rein. Da wäre echt viel Stroh zu kriegen, aber das brauchen alles die Hühner. Alles brauchen die Hühner. Alles. Weder Mais hier. Bist du's, wilder Mais? So. Ja, die Hühnchen, ich glaube schon, dass die jetzt glücklich da drinnen sind. Ich hoffe. Oh, wenigste Low macht uns auch Flow. Wie viel haben wir? 81. Ja, viel braucht man nicht mehr. 99 brauchen wir ja für einen Bienenstock. Das ist gut. So. Machen wir da noch. In der Hoffnung hier, bunte Pilzchen. Oh, ein Schweinchen. Ich hoffe echt, dass die ihre Nahrung finden und nicht verhungern, weil das Gelände doch relativ groß ist. Das ist halt meine Sorge bei ausgewilderten Schweinen, wegen des Futters. So, so jetzt müssten wir echt mehr als genug schon haben. Ja, ausgewilderte Schweine, deswegen mache ich das eher nicht so gern, weil ich mir nicht sicher bin, ob sie denn alle ihr Futter finden. So, zumindest da sind noch alle Beutel voll. Schwein 1, Schwein 2, vielleicht finden die sich auch gar nicht mehr zur Paarung dann. Ja, wir lassen es mal so. Den Honig greifen wir natürlich ab. Hier, abgegriffener Honig, yeah. So, dann machen wir zu. Oh, da ist ein Huhn gestorben. Oh, wie schade. Wir haben es nicht... Oh. Wir haben es nicht mehr abgeholt. Für seinen letzten Weg in die Kapsel. So, wir schauen oben bei den Tieren vorbei. Da machen wir zu, natürlich. Schweinefutter dürfen wir auch nicht vergessen. Oben bei den Tieren, hier, Tier 1, Tier 2, super. Beutel 1, Beutel 2, sehr gut. So, da machen wir mal zu. Dann haben wir hier die Ratten. Ja, eine Babyratte, wunderbar. Und den Ratten geht's gut, gut. Herrlich. Haben wir auch Reserveratten noch. Vom Futter her 22. Wir lassen es mal so, wie es ist. So, dann gehen wir da mal rein. Ja, den Hühnern geht's ja ausgezeichnet. So. Dann haben wir hier, hier. Keiner hat's gesehen, dass ich das Huhn gegrabt habe. So, ein wenig Futter droppen. Ein wenig ist gut. So. Du kannst das Futter auch auf einen Haufen einfach so legen. Ja, ich glaube, das ist auch okay, aber ja. So. Einmal raus hier. So, da ist Wasser checken. Geht sich das noch aus? Glaubt ihr, es geht? Ich will lieber auf Nummer sicher gehen. So, nicht, dass wir dann wieder ein leeres Wasserbecken haben. So. So, und hier noch. So. Füllen wir lieber einmal noch alles auf, bevor wir dann vor leeren Gruben stehen. Vor allem hier der Wein. Ich bin schon so gespannt wegen des Weines. So, die Werte sollen ja toll sein vom Wein, auch was die Vergiftung angeht. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So. Ja, da gehen wir mal raus. Das greifen wir alles ab. Auch den Zwiebel. So, Zwiebel kommt da rein. Wahnsinn. Irgendwie sollten wir jetzt eine Zwiebelstopp mal einlegen. So, da haben wir Mais. Mais haben wir irgendwie wenig. Na gut, dafür... Wir werden ja hier genug ernten dann. So. So, schön die Wasserlöcher anfüllen. Dann zwei Bienenkörbe machen. So.
Und da auch noch. So, sehr gut. Haben wir schon. Oh, schon das zweite Wasser fast leer. Eigentlich wollte ich nicht das Leder mitnehmen. Wenn wir schon anfangen damit, dann tun wir es halt. So, wir brauchen definitiv für hier. So, weil wegen Schleifsteinen. Die sitzen noch immer da am Zaun und haben Angst. Angsthasenblut. Angsthasenblut. So. Super. Noch ein paar Steinchen. Und an den Wegen könnten wir auch wieder weiter basteln. Wenn wir gerade da stehen, machen wir das mal. Sand. Salz. Eins. Habe ich mich verzählt? Zwei. Ja gut, von 1 bis 2 ist schwierig. 1 zu 3 viele. So. So, sehr gut. Wir nehmen das ganze Salz mit. Den Sand werden wir gleich verheizen. Und Glas gewinnen. So, ja, ich habe es gesehen mit dem Baum. Das müssen wir natürlich, das müssen wir natürlich. Da kommt. Ach, da kommt eine Biene hier. So, wir wollen es trotzdem. Wir wollen es tun. Der Baum muss fallen. Der Baum muss. So. Sehr gut. So. So, dann gehen wir mal. Und wer macht hier die Türe zu? Es war wohl ich. So. Dann werden wir nochmal aufdrehen. Schön langsam wird es echt viel Salat. Da haben wir nichts mehr drin. Genau. Sehr gut. Oh, so, Wasser müssen wir trinken. Echt viel Wasser müssen wir trinken bald. So, noch eine Biene dazu. Würde sich ja ganz gut treffen im Moment. Hm. So, da haben wir. Da haben wir nichts. Da haben wir noch den weißen Pilz. So, im Kühlschrank haben wir. Für den Honig. Gut. So, der kommt da. Ja, okay. Wir machen den Bienenkorb. Ich brauche Wasser. Ja, kriegst du gleich. So, ich fühle mich nicht gut. Gut, wir kochen Wasser ab. Ja, wir gehen in Massenproduktion. Wir werden Exportsieger. So. Das kommt rein. Und kochen. So, gegen Essen kann man was tun. Also gegen Hunger. Ja. So, wir wollten eigentlich den Bienenkorb fertigstellen. So. Bienenkorb. Bäm. Wenn ich mich bald trinke, wir holen uns das Getränk und dann machen wir aber weiter. So. Nochmal, nochmal. So. Wasser, Wasser, Wasser. Und Essen. So. Jetzt können wir aber weitermachen. Oh mein Gott, ich wollte einen Bienenkorb. So, Bienenkorb. Dann brauchen wir noch Holz. Oh, ist das toll, ist das toll. Ach so, wir haben genug Holz. Machen wir das noch. Den Bienenkorb wollen wir noch machen. Oh, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ist das nicht toll? Oh, oh, das ist super. Da halten wir uns gar nicht lange auf. Wir legen das da rein... So, und laufen schon raus. Der Wein ist fertig. Yeah. So, wichtig ist aber, dass wir hier nochmal kochen. Das ist essentiell. So. Oh, der Wein, der Wein, der Wein. Der Wein, der Wein. Oh, wie cool. Unser erster geernteter Wein. Oh, bevor ich den Boden umgrabe, ja klar, aber das machen wir natürlich. So, und wenn wir schon da vorbereitet alles haben, ich würde hier gerne nochmal den Wein einsetzen. So, einfach so, weil ich schön fand. Und dann werden wir die wieder abreißen. Hier. Und vielleicht eine Sanddornhecke oder irgendwas anderes Pflanze. Irgendwas. So, wo haben wir noch? Wir hatten noch Weinsamen. Ach so, die haben wir nicht, weil der sitzt da hinten. Ach, wie schade. Na gut. So, dann machen wir jetzt Weinsamen. So, ein wenig haben wir noch. 7, das geht... Da
ein. Und wir werden den ersten Wein fermentieren. Oh ja, da dampft's lila raus. Blubber. Wir erzeugen Blubber. Yeah. So, was haben der Wein an sich für Werte? 8 Nahrung? Nicht schlecht. Also der Wein, die Weintrauben. 8 Nahrung. Nicht schlecht. Gut, 5 Vergiftung, ja. So, wenn das fertig ist, werden wir da natürlich wieder einsetzen. So, haben wir jetzt... Wir haben fertig gemacht, oder? Ja. So, dann brauchen wir hier... Ich glaube, das war aber der Wein jetzt. Den holen wir. So, ganz essentiell ist natürlich, dass wir hier weiter die Nesseln kochen. Der Salat, wichtig. So. Die Weintraumkerne, die wir jetzt... Nein. Einer dieser gefährlichen Teleportkäfer. So. Die Samen. So und so. Und da drüben ist schon fertig. Das Feld werden wir mal abernten. Oh, cool. Schweinefutter dürfen wir nicht vergessen. Oh mein Gott, wir haben Schweinefutter. Das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Wieder anpflanzen tun wir natürlich, wenn das ganze Feld fertig ist. Also auch die Tomaten oben und der Wein auf der rechten Seite. Also wenn es komplett fertig ist. So, dann versuchen wir wieder, dass wir Sorten rein und alles gleichzeitig wachsen lassen. So, jetzt können wir das da rein werfen. Hier, super. Und hier kommt der Wein rein. Der Wein. So. Bei der Katze wie ein seltsamer Schwanz. So, super. Das kommt da rein. Ach komm, wir befüllen es. Wenn wir schon da sind, leeren wir es auch rein. Ja. Und nö, passt so. Wir haben die 2 Bienenkörbe, die werden dann, die werden wir morgen platzieren. 2 Bienenkörbe, 3. Einen brauchen wir eigentlich noch. Also mit 4 Bienenkörben sieht es besser aus. Ich glaube, wir werden morgen noch einen machen. Wir holen uns jetzt mit der Sichel noch ein wenig Stroh. Ich glaube, dass das gut ist, wenn wir jetzt noch Stroh holen. Das machen wir. Ein Schweinchen. So, wir drücken mal den Help-Button. 4 Schweinchen. Ja klar, 2 da, 2 oben. So. Ja, ich glaube, Schweinchen. Ausgewilderte Schweinchen. Ich fühle mich unwohl. Ich gebe es zu, ich fühle mich unwohl. Ausgewilderte Schweinchen, ich fühle mich unwohl. So. Einfach nur, wenn ich nicht weiß, vermehren sie sich, treffen sie sich zu Paarung. Ja, das ist ja in der heutigen Zeit nicht mehr, ne? Und natürlich finden sie ihr Futter. Hehe. So, das glaube ich ist ja ein normales Ei. Dun, dun, dun. Warum ich den Wert vom Wein so gut gefunden habe, sieht man hier am Wein, am Ei. 1 und 1 und minus 50. Und der Wein hat doch, der hat 9, waren das 9, ich glaube. So. Super. So. Wie viel haben wir? 59, ein wenig brauchen wir noch. Ah. So, dann hier abgreifen. Ah, weil dann haben wir eine vierte Bienenzucht frei, die wir dann platzieren können. Und zwar an den Ecken unserer, ja, mit Steinpflastersteinen eingezäunten Gelände, oder eingepflasterten Gelände. An allen Ecken kommt dann, jetzt passt, so, kommt dann ein Bienenkorb hin. Zur Vermehrung der Biene. So. Der Dünger müsste fertig. Oh, wie cool. Machen wir zu. Oh, ist das cool. So viel Mais.
Das gibt super Biodünger. Und Maisbrot und Futter, ja. So, und ich glaube, morgen werden dann die anderen Dinge fertig, da hinten. Die Tomaten, die brauchen wir ja dann für Mutantenfutter, damit wir endlich mit den Mutanten loslegen können. Und, oh. So, und die können wir auch theoretisch mal einpökeln. Ich glaube, gepökelte Tomaten haben wir auch noch keine. So, und der Wein sollte auch morgen fertig sein dann. So, reinwerfen werden wir das wieder. So, sehr gut. Da kommt rein, nix. Da kommt rein weiter Mais und der Wein. Sehr, sehr schön. So, finster ist worden. Finster ist worden. So, dann bereiten wir mal. Ah, schön, ja. Endlich sind die Nesseln leer. So, die Nesseln sind leer. Sehr gut. Wir machen ein Mais. Nein, wir machen kein Maissüppchen. Warum sollen wir das auch tun? So. Bereiten mal vor. Ich hoffe. Nö, Brettchen gibt es keine. Also nicht genug. Ach, verdammt. Da brauchen wir ein paar Steinchen. So, Steinchen, Steinchen. Hier. So, dann machen wir zwei. Weil unsere Werkzeuge sind teilweise schon wirklich heruntergewirtschaftet. Man muss hier rechtzeitig drauf schauen. So. Das kommt wieder da nach unten. Die Güter lege ich da rein. Wir räumen gemeinsam wie üblich weg. Also wie üblich, wie fast immer. Oh, schön über die Bänkchen. Vorm Schlafen gehen, wichtig. Damit mein Bettchen, damit das Mädel im Bettchen gut glänzen kann. So. Glänzen. So, da kommen die Steinchen. Da kommt das rein. Das kommt da rein. Das Ei kommt in den Bequemkasten, vorher aber das noch. Oh, wir haben zu viele Stöckchen. Wie lange ist das her, dass wir zu viele Stöckchen hatten? Heftig, heftig. So. Dann ist das hier. Das ist Werkzeug, das ist Werkzeug. Ja, das ist Werkzeug. So, dann haben wir hier ein wenig Löwenzahn, ein wenig Löwenzahn. So, im Verderbekasten. 5 Tage. 19 Tage, 19 Tage. Hehe. 5 Tage. 19 Tage. So. Es reicht. Bei Weitem. So lange brauchen wir das gar nicht, die Haltbarkeit. Schweinefutter kümmern wir uns dann morgen. Wahrscheinlich kümmern wir uns morgen um Schweinefutter. Wenn wir nicht vergessen. So, da kommt das rein. Dann wollen wir das zusammen essen. Da kommt das Wasser her, das gehört hierher. Ja, sorry, aber wir müssen zusammenräumen, damit morgen schöner Überblick gegeben ist. Verderbekasten, bequem. So, trinken, essen, essen, essen. Wunderbar, ist schon verdorben. Kaum gegessen, schon verdorben. So, Thymian, gerne. So, dann haben wir da Thymian auch. Trinken wir noch einen. Wir haben es ja. So, super. Dann können wir nochmal essen. Wir können nochmal essen. Das ist sowieso morgen verdorben. Wir legen es gleich in den Verderbekasten. So, jetzt noch zu bequem. Und da kommt das Ei rein. Was nehmen wir denn raus? Wir nehmen ein Huhn raus. Das Ei kommt rein. Huhn, 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 Huhn. Dann weiß ich morgen, was geschlagen hat, oder? Es hat Huhn geschlagen. So. Meine Lieben, ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.